Heute installiere ich mit euch ein Plisee für Sicht- oder Sonnenschutz hier an meinem Fenster. Ich bin Marc Molter und willkommen zu meinem neuen Video. Für die Montage des Plisees stehen uns hier verschiedene Montagevarianten zur Verfügung. Es gibt zum Beispiel die Innenrahmenmontage, die Aufrahmenmontage und nicht zu vergessen auch die Montage ohne Schrauben, das heißt einfach mit Klemmhaltern. Für diese Montageart habe ich mich hier entschieden, da ich mein Fenster nicht beschädigen will. Diese Montageart ist natürlich auch besonders für Mietswohnungen geeignet, da man dort meistens auch die Fenster nicht durch Bohren oder andere mechanische Veränderungen beschädigen darf. Bevor wir allerdings zur Montage unseres Systems kommen, benötigen wir erstmal ein passgenaues System hier für unser Fenster. Da ich mich für eine Aufrahmenmontage entschieden habe, messen wir nun erstmal unsere benötigten Maße. Hierfür benötigen wir als erstes die Höhe unseres Fensterflügels. Diese können wir einfach messen, indem wir von Oberkante bis Unterkante messen. Und dann benötigen wir noch unsere Breite des Plisees. Hierbei ist es wichtig, achtet bitte darauf, ihr habt hier einen Fenstergriff. Das Plisee darf auf keinen Fall mit diesem kollidieren. Hierfür empfehle ich euch, über die Glasleisten zu messen. Somit habt ihr eine korrekte Größe. Mit den so ermittelten Maßen können wir nun unser Produkt bestellen. Ich habe mich hier für das Plisee Victoria M von jalousiescout.de entschieden. Wählt nun hier die Farbe und das ermittelte Maß aus und bestellt euer Plisee. Kommen wir nun zur Installation. Wir packen erstmal unser Plisee aus und überprüfen unser Zubehör auf Vollständigkeit. Im ersten Schritt montieren wir unsere Spannvorrichtung. Hierfür klicken wir einfach das Hinter- und Vorderteil zusammen und bringen unsere Rast- oder Stellvorrichtung hier ein. Wir begeben uns nun an die Oberseite unseres Fensters und zwar links und rechts auf die Höhe unserer Glasleisten. Wir öffnen unser Fenster und bringen nun hier unseren Klemmmechanismus an. Diesen könnt ihr befestigen, indem ihr ihn einfach zusammenschiebt. Keine Angst, habt ihr eure Klemmhalter noch nicht auf der korrekten Position eingehangen, könnt ihr das Maß natürlich nachträglich noch korrigieren. Auf der Unterseite unseres Fensterflügels gehen wir genauso vor. Einfach hier unsere Klemmvorrichtung aufstecken und verrasten. Wir montieren nun unsere Griffe. Auch diese lassen sich natürlich noch nachträglich verschieben. Wir entnehmen nun unsere Führungsschnüre und beginnen mit den oberen Führungsschnüren, indem wir sie einfach hier oben in unsere Spannvorrichtung einbringen. Diesen Schritt wiederholen wir an allen vier Befestigungspunkten. Verspannt nun eure Schnüre, indem ihr alle vier Spanner im Uhrzeigersinn verdreht. Während des Spannvorgangs könnt ihr natürlich auch nochmal die Position eurer Spanner korrigieren. Eventuell überstehende Schnurreste schneidet ihr nun bitte ab. Und nun können wir unsere Sicherungsgummis an unserem Plisee auch entfernen. Das Plisee kann nun sehr einfach durch Verschieben auf Position gebracht werden. Und somit haben wir unseren Sonnen- oder Sichtschutz montiert. Genauso einfach ist natürlich die Montage auch auf anderen Materialien durchzuführen, wie zum Beispiel hier auf Holzfenstern. Durch unsere Klemmverbindung werden die Fensterflügel nicht beschädigt. Zu guter Letzt habe ich hier noch einige Farbbeispiele für euch. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Noch ein wichtiger Hinweis, dieses Produkt wurde mir netterweise von jalousiescout.de zur Verfügung gestellt, damit ich euch den Einbau und die Installation demonstrieren kann. Link zu den Produkten natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Thank you.